Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Ja, ich begrüße euch alle herzlich auch von der DMG. Die DMG in der Personalzentrale Buchenauhof bei Sinsheim. Ja, heute ist ein großer Tag für die Wölferts. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Ich bin Personalleiter für Sie. Unter anderem, wir haben so um die 100 Mitarbeiter, 70 Angestellte in Deutschland, die unter Migranten vor allem arbeiten, Studenten, Internationale und so weiter, verschiedene Aufgaben übernehmen. Heute geht es um eure Aussendung und ich habe mir überlegt, auch was könnte da ein guter Predigtext sein, und ich hatte einen Text ausgesucht für uns aus Matthäus 13, Vers 57. Genau genommen könnte man schon ein bisschen vorher lesen. Ich fange ein bisschen vorher an, einfach damit man den Zusammenhang hat. Ab Vers 53, Matthäus 13. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Herr, segne du dein Wort, sprich du zu uns, mach uns das deutlich, was dir wichtig ist. Amen. Deine Verwandten, die kennen dich nur zu gut, die kennen dich ganz genau. Was hat das mit Mission zu tun? In Deutschland gibt es so 120 Missionswerke, die zusammengeschlossen sind bei der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen. Und die DMG mit 400 Mitarbeitern ist so eines der größeren Werke. Die DMG hat weltweit, arbeitet sie in 70 Ländern. Unsere Wölferts waren ja in Kirgisien und wir waren zum Beispiel in der Türkei lange Zeit und andere sind in anderen Ländern, im Kontinenten, auf der Erde unterwegs. Gegründet 1951. Aber warum macht man sowas Verrücktes und gründet ein Missionswerk? Könnte man nicht einfach als Missionar so ins Ausland gehen, einfach sein Ding drehen? Gesendet von der Gemeinde, natürlich kann man das, wenn die Gemeinde dahinter steht. Aber oft fehlt einfach das Know-how. Vieles muss bedacht werden, auch der langfristige Einsatz im Missionsland mit Partnermissionen, Werken vor Ort. All das braucht Organisation, deshalb auch Missionsorganisationen. Aber eigentlich seid ihr die Sendenden, nicht wir als Missionswerk, sondern ihr als Gemeinde, bevollmächtigt und sendet. Aber warum ist Mission eigentlich nötig? Wisst ihr alle? Warum ist Mission nötig? Ja, ihr seid es nicht so, wahrscheinlich erwartet ihr nicht, dass ich jetzt euch echte Fragen stelle, aber ist nicht schlimm. Also, weil Jesus eben kam, um zu retten, was verloren ist. Er sagt nämlich ganz genau in Lukas 19, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, aber was ist jetzt verloren? Was heißt denn verloren? Jesus erklärt das in vielen Gleichnissen, zum Beispiel von der verlorenen Münze. Das Gleichnis von der verlorenen Münze oder vom verlorenen Autoschlüssel, das vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Sohn. Und dann gibt es natürlich noch die Geschichte von dem armen Mann und dem reichen Lazarus. Ihr erinnert euch vielleicht auch, die gelesen zu haben. Verloren bedeutet da nämlich, dass ein Mensch mit seiner unsterblichen Seele in die Hölle kommt, getrennt von Gott ist. Und das ist wirklich ein furchterregender, ein großer Schaden, eine schreckliche, große Schande für die Menschen, und das will Jesus verhindern. Er kommt, um uns zu retten, weil wir wirklich verloren sind in Gottes Augen. Und darum ist er eben gekommen. Aber was heißt eigentlich verloren? Warum eigentlich sind Menschen verloren? Ja, weil Adam und Eva, ihr kennt diese Geschichte, 1. Buch Mose, Kapitel 1 bis 3. Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, die haben dem Teufel, der Schlange, geglaubt und Gott misstraut. Sie haben ihre Beziehung zu Gott kaputt gemacht. Sie haben das Paradies verloren. Und unser aller Leben endet deshalb im Tod. Wir alle hängen damit dran. Wir hängen an dem ersten Adam, an der ersten Eva mit dran.
Und deshalb wird Gott, auch weil er das nicht gut findet, weil es völlig unnormal ist, so hat er uns nicht geschaffen, wie diese Welt momentan läuft, wird er auch dem Bösen ein Ende setzen. Er wird Schluss machen, eine Trennung herbeiführen und etwas völlig Neues beginnen, etwas Reines, etwas völlig Schuldloses ohne Sünde. Und das sehen wir zum Beispiel in der Bibel, dass Gott eingreift bei Noah. Da schickt Gott diese weltweite Sintflut, die alles bedeckt. Gott trennt das Böse ab. 8 Menschen überleben. Und das sehen wir auch bei der Sprachenverwirrung beim Turmbau zu Babel. Auch dort hat Gott dem Bösen eine Grenze gesetzt, indem er viele Sprachen plötzlich sprechen ließ und die Leute sich nicht mehr verstanden haben und auseinandergedriftet sind in alle Länder. Und beide Ereignisse sind in vielen Kulturen auf allen Kontinenten der Erde zu finden. Überall ist noch ein Grundwissen davon vorhanden. Bevor Missionare überhaupt kamen, wussten die Leute, dass es die Sintflut gab oder eine Überschwemmung, einen Turmbau. Von den Sintflutberichten gibt es über 200 weltweit, die man momentan auch gesammelt hat und weiß um diese 200 Sintflutberichte. Im Gedächtnis sind die regelrecht eingebrannt. Und immer geht es darum, in der Bibel, bei der Bibel, um die Begrenzung und auch die Vernichtung des Bösen. Gott wird das Böse beseitigen, denn das ist nicht normal. Wir sind momentan in einer abnormalen Welt, wir sind selber abnormal, nicht so, wie Gott uns geschaffen hat. Und durch Abrahams Nachkommen sollte diese Rettungsbotschaft dann alle Völker erreichen. Gott hat das bestimmt, dass durch Abraham alle Welt gesegnet werden soll. So wollte es Gott. Und mit Israel ist Gott dann seinen Weg gegangen, wird ihn auch weitergehen. Gott sandte seine Propheten zu dem Volk Israel, über 16 Schriftpropheten, 13 nur fürs Volk Israel, aber 3 auch für diese anderen nichtjüdischen Nationen. Zum Beispiel Jona, Nahum, Obadja. Doch Israel hat die Welt nicht mit der Befreiungsbotschaft erreicht. Sie haben das nicht getan, was Gott von ihnen wollte. Und es ist dann kulminiert in Jesus, als sie ihn ablehnten am Kreuz, ans Kreuz gebracht haben. Und dann kamen wir als Heidenchristen ins Spiel. Plötzlich ist das Evangelium auch an die Nichtjuden hinausgegangen und wir sollten jetzt dieses Evangelium weitertragen, bis Israel eines Tages wieder eingesetzt wird. Und da sehen wir momentan spannende, notvolle Entwicklungen weltweit. Ihr wisst es aus den Nachrichten. Jerusalem ist noch geteilt, der Tempelberg ist nicht wirklich in ihrer Hand und es ist noch nicht alles so erfüllt, wie Gott das vorhat. Aber darum hat uns Gott auch dazwischen eingesetzt, damit wir die Welt erreichen mit dieser Botschaft des Evangeliums, der Befreiung von Sünde und Schuld. Christen, wir, du und ich, wir alle, wir sind mit dieser weltweiten Befreiungsaktion beauftragt. Jesus ist ziemlich klar dabei. Er sagt, da heißt es in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, das, also vom Römerbrief, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, diesen Jesus, dann wirst du gerettet werden. Das ist ziemlich einfach. Jeder, der an ihn glaubt, jeder, der sagt, yes, ich will das, ich will dir folgen, ich will ganze Sache mit dir machen, ich will dich als Retter annehmen. Jeder, der diesen Namen, den Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Ist das nicht genial? So eine einfache Botschaft, eigentlich nicht schwierig. Das könntet ihr eurem Nachbarn sagen. Hey, wenn du gerettet werden willst, ist es ganz einfach. Ruf Jesus im Gebet an. Lass uns das zusammen machen. Möchtest du? Ja, also ganz einfach eigentlich. Aber wir wissen, so einfach ist es nicht, weil das innere Widerstand extrem hoch ist. Aber ist denn die ganze Welt verloren? Gibt es da nicht einen Stamm, zum Beispiel die Deutschen hier in Deutschland, die ein bisschen besser sind als die anderen? In 1. Johannes 5, 19 steht, wir wissen, dass wir aus Gott sind, also die, die Jesus angenommen haben. Und dann geht es weiter. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Die ganze Welt liegt in dem Bösen, heißt es da. Und in Lukas 24 sagt Jesus auch etwas, was eigentlich klar macht, dass die ganze Welt wirklich verloren ist. Er sagt nämlich, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen auf der Welt. Alle Nationen anfangen von Jerusalem. Das heißt, wir sollen der Welt, allen Nationen, auch unserer eigenen Nation natürlich, aber allen Nationen das Evangelium bringen und dort Menschen für Jesus, zu Jesus einladen. Das heißt, das ist wichtig.
Aber oft können wir es nicht aus unserer eigenen Kraft heraus tun. Deshalb sagt Jesus seinen Jüngern, ja, ihr werdet die Kraft empfangen des Heiligen Geistes. Der wird über euch kommen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet den Leuten das sagen, was Sache ist. Dass ich der Retter bin und dass sie Vergebung der Sünden bekommen können. Bis an das Ende der Erde, sagt er da. Aber jetzt unser Problem. Was ist unser Problem? Wir kommen zu Hause nicht so gut an. Wir haben da gewisse Probleme. Die Leute kennen uns schon so gut. Und da kommt unser Predigttext ins Spiel. Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Menschen, die uns kennen, die wollen uns schön in ihrem Kästchen, in ihrer Schublade behalten. Vielleicht ging es dir oder geht es dir momentan auch so. Du erzählst anderen von dem Glauben vielleicht oder was dir wichtig ist, wildfremden Leuten, und die hören dir gespannt zu. Hey, cool, ein Amerikaner, ein Pakistani, irgendjemand, dem erzählst du von Jesus und der hört dir erstmal zu. Erstaunlich. Aber wenn du deinen Freunden was erzählst oder deinen Verwandten, dann ist es schwierig. Genau. Mir ging es zum Beispiel so mit meinen drei älteren Geschwistern, die ich sehr schätze und liebe, aber sie sind keine Christen. Ich habe sie zum Glauben eingeladen, als ich selber zum Glauben kam, durchs Bibellesen mit 21. Und sie haben mich immer als kleinen Bruder dann gesehen, der da ist einfach, ja, der ist halt ein Spinner, was soll's. Und es geht so seit über 40 Jahren und ich bete für sie und ich suche Möglichkeiten, aber es ist schwierig. Es ist sehr schwierig und deshalb habe ich auch gebetet, Herr, schenk ihnen doch irgendwelche anderen Verrückten, die ihnen dann das Evangelium weitersagen. Und es war wirklich so, Gott hat auch meinen beiden Schwestern dann jemand geschickt, der selber Christ war, aber auch die haben sie leider nicht gehört. Bis jetzt. Noch nicht Hoffnung, geben wir noch nicht auf. Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland. Das muss damals zur Zeit von Jesus ein Sprichwort gewesen sein. Das war klar. Aber was heißt das eigentlich? Ich sage es mal provokant, nicht umfallen. Also ihr habt da hier die Bank. Also es heißt, das Sprichwort heißt eigentlich Einheimische raus, Ausländer rein. Ne? Das ist eigentlich das genau, was es heißt. Also genau umgekehrt, wie wir manchmal hören, Ausländer raus. Nee, nee. Wir sollen raus. Und Ausländer sollen reinkommen als Christen. Wir brauchen ausländische Missionare hier in Deutschland. Die müssen reinkommen und wir als Christen sollen rausgehen in die Welt, um das Evangelium dort weiterzutragen, was außerhalb unserer Heimat liegt. Warum? Weil Menschen eben einen fremden Propheten oder Prediger viel lieber hören und schätzen und erstmal die Ohren aufsperren, als einen eigenen aus der eigenen Verwandtschaft, aus dem eigenen Dorf. Wenn da einer hier steht, den kennt ihr doch schon von Kindesbeinen an, was für Murks er da immer schon gemacht hat. Man traut ihm einfach nicht zu, dass Gott ihn jetzt bevollmächtigt, etwas völlig Neues hineinlegt. Er sich entwickelt, Gott, was durch ihn zu uns sprechen möchte. Das sind Abneigungen da, Vorurteile. Seine Landsleute, die denken schlecht über ihn, auch über Jesus, weil sie ihn eben kennen. Sie beneiden jeden, der eine besondere Begabung hat. Ist es nicht so? Mehr als sie selbst. Sie lehnen ihn und seine Ideen, Worte als arrogant ab. Obwohl er von Gott gesandt ist, begabt ist. Jesus wird als Unruhestifter wahrgenommen, nicht als genialer Retter, als Sohn Gottes. Und diese Ablehnung in der eigenen Stadt hat Jesus dann wirklich auch sehr verwundert, schockiert und verletzt. Egal wo er hinging, Tausende sind ihm nachgefolgt. Er hat Heilungen vollbracht, hat große Wunder getan. Die Menschen waren total begeistert von ihm und er kommt in seine Stadt Nazareth. Und was passiert da? Die lassen ihn voll gegen die Wand laufen. Muss man sich vorstellen, was da in Jesus vorgegangen ist. Ausgerechnet in der Heimat abgelehnt, wo er doch auch ihnen die Heilsbotschaft bringen wollte. Seine eigenen Heimat. Was für ein Frust. Könnt ihr das nachempfinden? Was ist der Grund? Warum ist der Inhalt unseres Predigttextes eigentlich in allen vier Evangelien vorhanden? Das ist kein Zufall. Alles in der Schrift ist von Gott eingegeben. Es ist so, als müssten wir viermal das hören, weil wir es einfach nicht hören wollen. Viermal müssen wir das hören, damit wir es verstehen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wie kam es denn zu der Ablehnung bei Jesus? Wahrscheinlich handelt es sich um vier verschiedene Ereignisse, wo Jesus jedes Mal in seine Heimatstadt ging. Nicht einmal, sondern an vier verschiedenen oder vier verschiedenen, kann man darüber diskutieren, Gelegenheiten hat er versucht, seine Heimatstadt mit dem Evangelium zu erreichen.
In Matthäus 13, 57, wir haben es gerade gelesen, sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und im Vorfeld dazu erzählt Jesus Gleichnisse am See Genezareth. Wie viele verschiedene Gleichnisse hat Jesus erzählt in der Bibel? Wer weiß das auswendig? Ja, da ist jemand Fachmann dabei, richtig. Also fast richtig, also reine Gleichnisse, 33 Parabeln, Allegorien und so weiter, Beispiel erzählen 42 insgesamt. Ja, hat also Jesus diese Gleichnisse da erzählt, nicht alle auf einmal, logisch, aber viele. Und Jesus erzählt die Gleichnisse und erklärt sie seinen Jüngern zu Hause. Und das war in der Mitte seines Dienstes ungefähr, Matthäus 13. Er fordert sie wieder auf, da auch wie so ein Schatzmeister zu sein, neue und alte Schätze herauszuholen, neue, alte Gleichnisse, würde ich mal sagen, bedeutet, das kann auch andere Bedeutung haben. Aber dann geht er in seine Heimatstadt Nazareth und lehrt dort in der Synagoge. Und was passiert? Sie lehnen ihn ab, weil sie kennen ihn als Zimmermann oder Baumeister, Tekton, und nehmen Anstoß an ihm. Und zweimal fragen sie, woher soll er das denn haben? Das kann ja gar nicht sein. Wegen des Unglaubens tat dann Jesus nicht viele Wunder. Ist das nicht schrecklich? Woanders hat er sie massenweise getan, aber da nicht. In Markus 6, Vers 4, das ist dann die zweite Stelle, da sagt Jesus das auch nochmal. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seinem Vaterstadt und unter seinen Verwandten, das ist neu, und in seinem Haus. Also auch da, im Vorfeld treibt Jesus böse Geister aus, also ein anderer Vorgang. In einer großen Schweineherde hat er dann die ganzen bösen Geister hineingetrieben. Er lässt die Tochter des Toten, die Totentochter des Synagogenvorstehers Jairus auferstehen. Und das war mehr zu Beginn seines Dienstes. Er kommt wieder in seine Heimatstadt, wo er in der Synagoge predigt. Und da nehmen sie Anstoß an ihm. Weil sie ihn eben kennen. Auch dort konnte er nicht viele Wunder tun, außer einige Schwache heilen. Und dann an der dritten Stelle, das ist dann in Lukas 4, Vers 24. Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Kein Prophet. Im Vorfeld geht Jesus da nach der Versuchung in der Wüste in die Region Galiläa zurück. Also ganz am Anfang. Das war also wirklich ganz am Anfang. Und dort hat er dann gepredigt und wird geehrt. Massen folgen ihm nach. Aber in seiner Heimatstadt Nazareth, in der Synagoge, das sagt er selbst, der Arzt, der zu sich selbst sprechen soll, heile dich selbst und macht's dann nicht. So ist er. Hier in seiner Heimatstadt. Und er soll auch in Nazareth heilen, aber er weigert sich. Er argumentiert das mit Vers 24 und wird beinahe gesteinigt. Also da geht es nochmal ein Schrittchen weiter, ganz am Anfang. Und dann bei Johannes, in Johannes 4, Vers 43 und 44, das ist auch eine ganz entscheidende Stelle. Das sagt Jesus nach den zwei Tagen, oder heißt es von ihm, nach den zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Denn Jesus selbst bezeugte, dass kein Prophet im eigenen Vaterland Ansehen hat. Im Vorfeld ist Jesus für zwei Tage in der Stadt Samarias genannt, Sychar, und zieht dann weiter nach Galiläa, wo er das Wort predigt. Also auch mehr am Anfang seines Dienstes. Also es handelt sich um mehrfache Bemühungen, die Jesus hier unternimmt. Leider führt eben diese Vertrautheit, die wir alle haben, zu anderen Leuten, die wir gut kennen, zu einer manchmal schlechten Einstellung, zu Geringschätzung. Das sieht man, wenn Fremde kommen, plötzlich kann etwas ganz Neues passieren. Das ist zum Beispiel beim Propheten Jona so. Ihr erinnert euch vielleicht an den Jona, der ist aus Israel gekommen, sollte in einem fremden Land, in Ninive, bei den Assyrern das Evangelium predigen. Oder die Gerichtsbotschaft genau genommen. Und dort, da finden Massen dann zur Buße, kehren um und bekehren sich. Was heißt das für dich heute? Was wäre dir lieber, Ehre oder Schande, Ansehen oder Verachtung? Was heißt für dich eigentlich praktisch, ins Ausland zu gehen, woanders hinzugehen, in eine andere Stadt zu gehen? Wie jetzt Wölfert nach Berlin, wir sind ja auch nicht von dort, ne? Oder sie waren in Kirgisien, in anderen Ländern, andere Missionare, für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen, das Evangelium weiterzutragen. Wir brauchen Leute für Langzeit-, Kurzzeiteinsätze. Hier könnt ihr euch schlau machen, da hinten liegt es aus, auch von anderen Missionen, vom Weg,
VDM und anderen Missionen, die haben auch diese Angebote. Nehmt das wahr. Folgt dem Ruf, dass Gottes Evangelium in die ganze Welt hinausgetragen werden soll. Wusstet ihr, dass es mehr Einwohner in Indien gibt als in Afrika? Indien ist ein eigener Kontinent. Es gibt Hunderttausende mehr in Indien, die in Indien leben. Indien ist ein Riesenkontinent und völlig unerreichte Menschen leben dort. Hindus, Buddhisten, Muslime, die das Evangelium hören müssen. Und das ist unser Auftrag, überall hin dieses Evangelium zu tragen. Oder ihr könnt solche unterstützen, die das tun, und das tut ihr ja, aber auch nochmal neu überlegen, wäre es nicht möglich, nochmal neue Leute auch zu unterstützen, ins Ausland hinauszusenden. Oder umgekehrt, Missionare, die vom Ausland hierher kommen nach Deutschland. Wir haben ein Drittel unserer Mitarbeiter sind Migranten. Die kommen aus Korea, die kommen aus Hongkong, die kommen aus Brasilien, sie kommen aus Äthiopien. Wir haben Leute aus Eritrea, wir haben alle möglichen Länder vertreten in Deutschland. Also über 30 Nationen, die mit der DMG arbeiten in Deutschland, alleine unter Migranten. Und die sind ein besonderer Segen, aber sie tun sich manchmal schwer, auch einen Freundeskreis aufzubauen, Leute, die hinter sie stehen. Also überlegt euch, wer da vielleicht auch da betroffen sein könnte. Genau. Und diese internationalen Missionare, die haben sehr viel, die bringen uns sehr viel. Sie haben eine neue Einstellung, neue Gebetsleben, eine andere Art und Weise, die Bibel zu verstehen. Sie können uns wirklich reich beschenken. Aber wenn diese Internationale kommen, ich hoffe eines Tages, dass sie auch bei euch in der Gemeinde sind. Ich sehe jetzt ganz schnell auf den Blick, nicht unbedingt jemand anderes, aber es kann sein, ich täusche mich, wäre schön. Dann müsst ihr natürlich wissen, sie müssen erstmal Deutsch lernen, solche Internationale. Ne? Wie lange dauert das Deutsch, eine fremde Sprache, Friedhelm? Also 9-18 Monate. Wir haben in der Türkei zum Beispiel 2 Jahre gebraucht, 1,5-2 Jahre, um Türkisch zu lernen. So braucht jedes Land, jede Sprache ihre Zeit einfach. Und dann müsst ihr auch verstehen, die deutsche Kultur, das müssen die Leute lernen. Und es frustriert die Brasilianer zum Beispiel. Die sind sowas von schockiert über unsere deutsche Direktheit. Hey, die Krawatte sitzt da nicht richtig. Ja, sowas ist für sie schockierend. Ja, dieses direkte Kritisieren fällt ihnen wirklich sehr schwer. Ihr merkt das schon gar nicht mehr. Oder vielleicht schon, ich weiß nicht. Aber es ist wirklich so, wir sind das sehr direkt als Deutsche, unsere deutsche Kultur. Es gibt nur noch eine Kultur, die noch schlimmer ist, das sind die Holländer. Die sind noch direkter. Ja? Also weltweit gesehen, sagt man. Also das müssen die lernen. Aber wir müssen auch lernen, dass sie vielleicht viel enthusiastischer sind als wir Brasilianer. Alleine durch die Sonne, Einstrahlung, dieses lebendige, fröhliche. Ja, das ist so bei uns ein bisschen weniger. Aber Deutsche noch nicht Christen, die hören ihnen zu. Viel besser als uns. Sie geben uns eine Vitaminspritze. Und wir hoffentlich ihnen natürlich auch. Also ich komme zum Schluss. Für uns Christen gilt, Ausländer rein, Deutsche raus ins Missionsfeld. So lasst uns das Potenzial ausschöpfen und dem Rat von Jesus hier folgen, das Evangelium an anderen Orten zu verbreiten und diejenigen unterstützen, die es tun. Frustration gehört natürlich auch dazu. Aber woanders können Missionare oft mehr bewirken als hier zu Hause. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Amen.